Ja, damit auch hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Diesmal als Einsatz ein PKW-Brand. Achtung, Brandschutz. Um den es sich handeln soll. Mal gucken, ob die Pol schon vor Ort ist oder ob wir jetzt nur mit dem LF rausfahren. Wundert mich jetzt auch, dass kein RTW mitfährt. Weil vielleicht zählen sie den einfach nicht auf. Ich weiß es nicht. Ihre Route wird berechnet. Dam, 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 dam. Wäre jetzt auch ganz cool gewesen, wenn das jetzt irgendwie Stunden gedauert hätte. Und wir dann da stehen mit Blaulicht und allem drum und dran. Nee, RTW sieht nicht so aus, als ob da was kommt. Aber naja. So. Dann ziehen wir ja einfach mal an allen vorbei. Ja, doch, die Pole schon vor Ort. Ich würde sagen, wir fahren ein Stück übers Ziel hinaus. Dann die 6 und die 9, dann drücken wir noch die 4. Und dann sind wir fertig. So. Na, was nimmt er? Schnellangriff. Naja. Hauptsache Warnblinker hier bei dem Fahrzeug ist noch an. Ja, wie gesagt, also sowas ist halt immer, naja, nicht wirklich schön. Dass halt hier jetzt das Wasser durchgeht. Der Strahl vom Slough. Aber naja. Soll jetzt wohl auch mehr Hydranten geben. Wir sehen es gleich, allein hier sind jetzt 2. Wie viel hätten wir hier in der Straße? In der Straße hätten wir auch schon 2 Stück. Also hier in der näheren Umgebung, sag ich mal so, 3 da hinten. Also die Straße hier 2, dann da einer. Dann da hinten wäre noch einer, also wäre schon genug da. So, dann war das doch jetzt, ich möchte sagen, sehr entspannt. So, dass wir dann sogar schon wieder einrücken können. Ich finde es, wie gesagt, wirklich cool, dass da jetzt auch Polizisten stehen. Es wäre cool, wenn er jetzt noch ein Funkgerät in der Hand hätte oder so. Also, ein paar kleine Details irgendwie dabei wären. Ob jetzt nur ein Funkgerät oder so eine Kelle oder so. Aber wäre halt vom Detailgrad irgendwie cool. Genauso wie wenn jetzt so in dem Moment, wo wir fahren, irgendwie ein Abschlepper kommt oder sowas. Also, dass man halt irgendwie sagt, man hat so ein paar kleine, ja, nicht mal Gimmicks oder so, sondern dass es halt so einfach sehr realistisch ist. Wobei teilweise dauert es ja echt, bis dann da Abschleppunternehmen kommen. Wir sehen schon gerade Ruckels, als die Wache so ein bisschen nachgeladen hat. Kann jetzt an den Fahrzeugen liegen, an den Polygonen der Fahrzeuge etc. Aber da soll wohl zurzeit was am Machen sein, weil sich schon mehrere beschwert haben. Jetzt habt ihr das Game rausgeknallt, ein paar Updates rausgehauen und jetzt passiert nichts mehr. Das stimmt nicht so ganz, also sind wohl, soweit ich gelesen habe, immer noch am Machen. Und ja. Ich würde es, wie gesagt, auch wirklich cool finden. Also hauptsächlich das Patch, was dann rauskommt, wird dann halt für Performance sein. Ich würde es, wie gesagt, mega schön finden. Wenn man hier die Innenspiegel, ne? Wenn ich jetzt hier rausfahre, ob ich die hab oder ping. Ich meine, ich sehe ja nicht wirklich was. Ich meine, klar, jetzt weiß ich, weil ich gerade rausgefahren bin, dass ich sie nicht brauche, aber oder halt einfach so rausfahren kann, aber prinzipiell ist halt schade, dass da nichts passiert ist. Oder halt, dass wäre schön, wenn die eingebunden wären. Aus bisher ungeklärter Ursache fing ein PKW im Motorraum Feuer.
Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen. Durch das rechtzeitige Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Während des Einsatzes blieb die Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Das ist natürlich halbwegs logisch, ne, wenn da eh die eine Fahrbahn schon voll ist. In der Bogenstraße fahren wir diesmal. Ja, da wäre es jetzt natürlich auch cool, wie gesagt, wenn da ein Abschlepper vor Ort wäre. Oder ein Abschlepper kommt. Aber ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso da kein RTW mit rausgefahren ist. Ich meine, einfach um den Fahrer zu irgendwie zu checken oder so. Kann ja irgendwie sein, dass er einen Schock hat oder sowas. Wobei, da wäre es halt cool, wenn wir nachalarmieren könnten. Sowas, so beispielsweise RTW könnte man nachalarmieren. NEF weiß ich nicht, ob das geht, aber da verstehe ich auch nicht, warum können wir nicht in die Scheiben gucken? Warum ist das so schwarz? Und bei dir, ich meine, bei denen, ihr könnt was ja. Ich meine, die müssen ja prinzipiell nur dasselbe einbauen. Aber naja. Hier schön noch das Wappen drauf. NEF 1. Da muss man halt gucken, ne? Ich finde es persönlich sehr gelungen, das Spiel. Auch so ein AB Mulde wäre halt noch genial. Dass man halt die Ölspuren und so. Ich meine, das wäre halt wirklich was, was easy ist. Weil das Ganze mit Ölspuren und so, da steht ja alles schon. Muss man ja dann nur den Namen ändern und dann die Datei ändern. Oder die Begebenheit ändern, wie viele Ölspuren da dann nun sich befinden, etc. Wobei, wir sind lange nicht mehr mit dem Sprinter gefahren, also so gesehen mit dem ELW 1. Des Weiteren wäre es natürlich auch ganz... Na, dann machen wir das hier doch. Und wir sind hier neben der Leitstelle in dem Raum. Brandschutz, LKW-Brand, Autobahn, Einsatz für die ELW. Wieso nicht? 24, TLF 1, RTW 1. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Doch, war richtig. Tipptopp. Seht ihr, eben gerade als die Tür zuging, hat er sich gleich die Einsatzkleidung angezogen. So, wir sind auf Einsatzfahrt. Auch ja, erstmal Motor starten. Wäre effektiv. So, dann brettern wir hier mal los. Diesmal auch beide Spuren hier wirklich belegt. Da müssen wir mal gucken, wie wir uns durchschlängeln. Ich würde sagen, wir fahren hier rechts vorbei. Es klingt irgendwie, ich weiß nicht. Hier nicht, aber wenn ich hier so... Ich habe das Gefühl, wenn man schneller fährt, klingt das teilweise so, als ob man einen Platten hätte oder so. Wobei, wir können ja mal auf unsere restlichen Kräfte warten. Das finde ich halt ein bisschen schade. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell die wirklich fahren, aber... Da hinten kommen sie. Zalev. Stelev. Da dauert halt manchmal irgendwie, ne? Das ist halt ein bisschen... Schade. Hier werden wir dann im Einsatzbericht lesen, dass beide Spuren gesperrt waren. Sonst wäre es hier natürlich auch ganz schick, wenn sie hier jetzt natürlich auch noch Verkehr hätten. Zumindest auf der anderen Spur. Können schon mal die Signalleuchte anmachen. Ich finde ja die Heckwarnanlage, ne? Ich finde ja dieses kleine orangene Ding auch irgendwie sehr, sehr niedlich. So, dann Warnblinker. Dann drücken wir mal die 4. Und mal gucken. Natürlich, der RTW schludert wieder so ein bisschen. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Aber naja. Da sehen wir es jetzt auch. Er driftet zwar noch. Das könnte man vielleicht auch ein bisschen verändern. Dann lieber langsamer, so dass es läuft, aber da sind jetzt auch die Grafikbugs, die sind auf jeden Fall behoben. Normalerweise müssten wir ja jetzt drin sitzen bleiben, aber wir haben uns natürlich ein Funkgerät gegriffen. Seht ihr, weil da ist ja keins mehr drin.
haben wir uns alles geschnappt. Ja, mal aufmachen. Was haben wir hier? ABC und das, okay. Ach, die bauen jetzt hier wirklich ihren Schaumangriff auf. Das finde ich ja sehr cool. Ich finde es auch interessant, dass hier ein PA-Gerät ist auf dem ELW1. Ja, so ein bisschen. Also man sieht, die Grafik ist hier doch ein bisschen, naja. Also wenn ich jetzt überlege, dass ich das Spiel auf angeblich Maximum spiele. So. Na, was guckt er sich an? Die Plane, was? So. Viele haben ja gesagt, also ich weiß nicht, ob sie jetzt hier einen Schaumangriff aufbauen, habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht gelesen. Aber viele haben gesagt, naja, wieso? So, der Einsatzleitdienst sind wir jetzt. Viele haben gesagt, wieso schließen die nicht noch einen Zumischer an? Weil der hat ja jetzt hier das Mittelschaumrohr. Und viele haben gesagt, wieso schließen die nicht noch einen Zumischer an? Ist ganz einfach, weil das Harlef eine gewisse Menge Wasser hat und auch eine gewisse Menge Schaum. Außer man baut es um. Aber sonst prinzipiell ist da noch was drin. Ich finde es auch schön, dass der Strahl jetzt anders ist als normal mit Wasser. Und dann war es das auch schon wieder. Können wir schon wieder einrücken. Hier fehlt halt auch noch. Da? Da fehlt halt der Sound beim Zumachen. Können uns das ja nochmal angucken. Die KI sammelt jetzt hier alles ein. Das Ding ist halt, der Schlauch hier, ne? Da könnt ihr jetzt der Angriffstruppmann oder der Wassertruppmann könnten da jetzt einfach hingehen und das reinpacken, aber das passiert halt nicht und das finde ich halt nur so ein bisschen schade, weil es halt jetzt so an kleineren Sachen liegt. Weiß nicht, was denn das denn für ein Schlauch? C-Schlauch. Da gab es doch jetzt bestimmt einen Fehler, weil ein Schlauchpaket reingelegt wurde oder ein Schlauch. Oder nicht? Ja, hier ist einer drin. Na gut, wir könnten jetzt auch einfach unseren ELW1 einsetzen und dann unsere Base chillen, aber wir gucken einfach mal, wo es jetzt hängt. So. Gehe zur Position. Wo ist denn unsere Position? Nutze Schlauchtragekorb. Ach, da ist der Schlauchtragekorb, da steht er noch. Gar nicht gesehen, weil hier saß, ehrlich gesagt, klar, eigentlich sind da drei Dinger drin, aber irgendwie sah es sehr voll aus. So, das war nämlich irgendwie verbuggt, wobei dem Schlauchtragekorb, den habe ich jetzt anfangs auch nicht so gesehen, wenn ich ehrlich bin. Haben sie sich den hinteren gekrallt? Müsste es jetzt nämlich wieder gehen. Wir nehmen uns wieder den Führungsassistenten. So, genau. Da hat es jetzt halt kurz gehakelt. Aber naja. So, 18 Uhr. Ab 18 Uhr schalten hier mal alle Einsatzkräfte das Licht an. So, dann sind wir einsatzbereit auf Funk. Leitstelle hat verstanden, dass der Einsatz abgeschlossen ist. Da wäre es halt jetzt cool, ich meine PKW-Brand und es wird ja sogar gesagt, naja, keine Person mehr irgendwie verletzt oder so. Aber da frage ich mich, wo steht dann da der Fahrer? Da wäre es jetzt natürlich schön, wenn der Fahrer auch irgendwo neben dem LKW stehen würde. Wir fahren uns hier einen zurecht, so ein bisschen Pac-Man zwischen den Spuren. Hört das? Dieses nicht das normale Motorgeräusch, sondern jetzt so. Dass wenn wir auf Maximum fahren und der Drehzahlmesser hoch ist, das A, wir könnten jetzt so voll gut sliden, aber ich glaube, dann schlägt der Einsatz fehl. Und wir haben hier keine Markierung. Und das B. Wir
dass es sich halt so anhört, als ob wir auf der Achse fahren würden oder so. Auf der Kappe. Oder irgendwie so. Auf jeden Fall hört sich das noch nicht so ganz an, wie es vielleicht sein soll. Haben wir doch gerade so geschafft hier. Schon fast eine Gefahrenbremsung, die wir hier einleiten mussten. Das, was ich wirklich schön finde, okay, da steht jetzt Roadname auf dem Navi-Gerät. Aber das, was ich schön finde, ist, dass es uns nicht nur hier draußen die Minimap theoretisch zur Verfügung stellt. Ah, da hätten wir abgemusst. Sondern, dass sich A, die Route immer wieder neu berechnet. Das heißt, ich fahre falsch, so wie jetzt eben gerade, und sie neu berechnet wird. Sondern B, ich auch hier von der Ingame oder von der Ego-Perspektive, also weil das ist ja Third Person, Vorfahrt hier von uns geklaut worden, dass wenn es von der Ego-Perspektive aus ist, dass da dann halt auch die Route uns angezeigt wird. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Dass wir so gesehen die Minimap und alles, was wir haben, ausblenden. Auch dieses, wie schnell sind wir, was sagt der Drehzahlmesser, ist ja so gesehen auch weg. So, da wäre es jetzt ganz cool, wenn der mal so ein bisschen in die Gänge kommt. So. Zack, wobei die Ampel ist eh rot. Naja. So, wann kommen die anderen? Ich habe das Gefühl, die wollen nicht kommen, ist uns aber auch egal. So, haben wir einfach mal einen Blinker angelassen. Nur noch mal so zum Verständnis, wenn ich von der Heckwarneinrichtung spreche, ne? Also wir reden hier wirklich nur, das war die Umfeldbeleuchtung, von diesem kleinen Blitz, diesem Tri-Blitz. Wobei Tri ist es ja gar nicht, weil es keine drei sind, sondern von dieser Heckwarneinrichtung, könnte doch Tri-Blitz sein. Auf jeden Fall, das finde ich halt wirklich schnuckelig, aber hat irgendwie auch was. Auch die Signalleuchten hier, genauso wie vorne. Das, was ich schön finden würde, es ist ja überall Pressluft. Wenn es irgendwie beispielsweise der El, wir hatten E-Horn oder so. Ich meine, weil prinzipiell haben sie ja eh mehrere Hörner. Und das ist ja nicht nur ein Horn. Also glaube ich zumindest nicht, dass Mülheim an der Ruhr, dass da die Fahrzeuge nur ein Horn haben. Aber wir melden uns wieder einsatzbereit und damit sind wir raus.